Ja, hallo zusammen. Ah, ich begrüße euch mal wieder zu einem kleinen Video zum Thema Schaltmodul, also zu den Hidden Secrets, also zu den verborgenen kleinen Schönheiten bei der Modulsoftware für die Schaltmodule. Im Grunde genommen etwas ganz Einfaches, was aber auch wieder extrem praktisch ist, wie ich finde, weil man bei den Schaltmodulen selbst dafür keine Unterstützung benötigt. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Ich habe eine ganz einfache Konfiguration gemacht für die Schaltmodule, wo ich hier einfach ein paar LEDs oder Lichter einschalten kann. Ich mache es mal gerade im Fullscreen. Ja, also LED 1 bis 8 seht ihr hier. Und ich habe das einfach gar nicht auf irgendwelche Schalter gelegt, sondern die sind jetzt einfach nur direkt hier über den Touchscreen zu bedienen, wie sonst auch. Jetzt schalte ich es mal kurz wieder aus, damit man auch gleich das ein bisschen besser sieht. Ganz einfache Konfiguration. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie diese Konfigurationsdatei aussieht für die Schaltmodule. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, aber es ist natürlich völlig irrelevant, auf welchem Modul diese einzelnen Funktionen sich hier befinden und wie die durchnummeriert sind. Wir haben ihnen einfach sprechende Namen gegeben, LED 1 bis LED 8. Welcher Ausgang, welches Modul ist erstmal irrelevant, das wissen wir ja mittlerweile, das stellt man in der Konfigurationsdatei dann ein. Leider kann ich euch das aktuell auch nicht an dem Sender mit einem konkreten Schaltmodul zeigen, sondern ich muss euch das hier an der Simulation zeigen, aber es geht mir ja auch weniger um den Effekt, dass ihr seht, an einem Schaltmodul tut sich etwas, das haben wir schon sehr oft gesehen, sondern es geht jetzt um die Steuerung. Bevor wir das tun, gucken wir uns aber zunächst einmal diese kleine Konfigurationsdatei hier an. Und dieses Modell, was ich hier habe, das heißt jetzt Simple, weil es eine ganz einfache Konfiguration ist. Schauen wir uns die Datei jetzt an, wie versprochen. Ich habe hier wieder das Wurzelverzeichnis meiner SD-Karte des Senders, bei mir jetzt natürlich des Simulators. Wir gehen wieder in das Verzeichnis EdgeLua hinein und dort unter Models, wie üblich, haben wir dann die ganzen Konfigurationsdateien für die Modelle. Und hier finden wir jetzt auch irgendwo, ja, da unten ist es, da finden wir die Datei simple.lua. Vielleicht noch ein Wort in dieser Folge, die ist relativ kurz, sei gestattet, zu dem Thema Konfigurationsdateien. Es scheint immer wieder Verwirrung zu geben, wie diese Konfigurationsdateien gesucht werden. Wir haben zwei Arten von Konfigurationsdateien für jedes Modell. Die eine befindet sich, wie gesagt, in diesem Verzeichnis EdgeLua Models. Hier beschreiben wir die Konfiguration der Schalter für dieses konkrete Modell. Es gibt eine weitere Konfigurationsdatei, die befindet sich unter Radio. Da haben wir jetzt längst nicht so viele wie unter Models. Hier könnte man aber auch eine Datei simple.lua positionieren. Der Verwendungszweck von den Dateien in diesem Verzeichnis ist eher, die Konfiguration des Senders für dieses Modell zu beschreiben. Also nicht die Modellkonfiguration, also welche Schaltmodule habe ich in dem Modell, wie ist das angeschlossen, sondern welche Bedienelemente bzw. welche Besonderheiten habe ich am Sender für dieses Modell. Ja, und jetzt sind hier viel weniger Dateien als in dem anderen Directory. Das fällt schon mal auf. Und daran kann ich jetzt eigentlich ganz gut erklären, wie die Namenssuche nach Dateien grundsätzlich funktioniert. Zunächst einmal wird geschaut, ob es in dem entsprechenden Verzeichnis, also hier in Radio oder wie eben gesehen unter Models, es eine Datei gibt, die genauso heißt wie das Modell. Also unser Modell hieß Simple. So würde also jetzt hier erstmal nach einer Datei simple.lua gesucht. In dem Verzeichnis Models gibt es die, in dem Verzeichnis Radio hier gibt es die nicht. Und jetzt teilt sich die Suche auf, je nachdem, was für einen Sender wir haben. Haben wir einen großen, einen mittleren oder einen kleinen Sender, also einen
Horus-artigen Sender. Das ist dann die Konfigurationsdatei Large. Das würde also auf die TX16S zutreffen, das würde auf die Jumper T16 zutreffen oder auf eine X12S oder auf eine X10. Das sind alles sogenannte Horus-Sender. Die sind von ihrem internen Aufbau alle im Wesentlichen gleich, nach der Familie benannt, wie FreeSky diese Sender mal getauft hat, nämlich Horus-Linie. Ja, da es eben hier diese Datei simple.lua nicht gibt, würde jetzt also im zweiten Schritt, weil wir auf einer TX16S sind, die Datei large.lua ausgewählt. Das ist also so etwas wie ein Fallback. Bei einem kleineren Sender, bei einer Taranis mit dem mittelgroßen Display, wäre es dann entsprechend medium. Das kann man jetzt wahrscheinlich leicht sich denken. Und bei einer ganz kleinen Taranis Anlage wie zum Beispiel der Jumper T12 oder der Radiomaster TX12 mit dem ganz kleinen Display wäre es dann die Tiny.lua. Aber wie gesagt, es können hier auch modellspezifische Dateien liegen. Ihr seht das hier. Letztens hatten wir ein Modell, das hatten wir TipTip getauft und hier gibt es die Datei TipTip.lua. Also für das Modell TipTip würde dann diese Datei TipTip.lua auch angezogen werden. Ja, soweit so gut. Dasselbe Prinzip finden wir eigentlich auch in den Unterdirektories, zum Beispiel bei Slider hatten wir schon mal reingeschaut. Wenn es also das Modell wie hier Horitz gibt, dann wird die Datei Horitz verwendet. Ansonsten findet jetzt hier keine Unterscheidung mehr nach einem Sender statt. Hier steht nur eine Datei default.lua. Das ist sozusagen die letzte Möglichkeit. Also in diesem Verzeichnis Slider würde zunächst einmal nach einer modellspezifischen Datei gesucht, wie hier zum Beispiel horitz.lua. Wenn es die nicht gibt, wir sind ja gerade bei dem Modell simple.lua, dann wird eine Datei large.lua gesucht oder medium.lua oder tiny.lua. Wenn es die auch nicht gibt, dann ist die letzte Möglichkeit, sozusagen last resort, ist dann default.lua. Und das gilt überall, dieses Prinzip. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir gehen nochmal zurück in Models. Und da haben wir ja festgestellt, es gibt diese Datei simple.lua für unsere Schaltmodule. Und da haben wir diese einfache Konfiguration. Ja, wir haben also hier 8 Funktionen. Diese 8 Funktionen spielen sich alle ab auf demselben Modul. Ja, die Benennung ist hier, wie es erscheint auf dem Bildschirm. Wir haben die 3 Zustände hier in dem Fall nur. Und wir haben auch keinerlei physischen Schalter oder logischen Schalter dort zugeordnet. Ja, also ziemlich einfach. Okay, jetzt machen wir aber Folgendes. Ich gehe jetzt hier wieder an meinen Sender und wir installieren ein zusätzliches Widget. Füge also eine weitere Ansicht hinzu. Ansicht hinzufügen. Ich nehme jetzt mal hier die 1x1, also die Fullscreen-Ansicht. Und dann nehmen wir hier das Widget ELANI. Das ist die Abkürzung für Animationen. Man kann also mit Hilfe des Senders festgelegte Animationen laufen lassen. Eine Animation bedeutet nichts weiter als eine vorher festgelegte Abfolge, zeitliche Abfolge von bestimmten Schaltfunktionen. Damit kann man also beispielsweise nacheinander Lichter einschalten. Oder man kann ein Lauflicht laufen lassen oder Motoren nacheinander starten. Also zu gegebenen Zeitpunkten werden bestimmte Funktionen einfach aktiviert. Das ist eine Animation. Ja, und hier sieht man schon, wenn man auf dieses Widget jetzt mal rüberschwenkt, das wir gerade installiert haben, dass es offensichtlich eine Loop-Installation gibt. Die können wir jetzt starten. Dazu muss ich das Widget wieder in den Fullscreen-Modus bringen. Dann haben wir diese großen beiden dicken Buttons hier zur Verfügung. Also entweder kann ich da hier unten drauf klicken oder da oben drauf. Damit habe ich selektiert, aber noch nicht aktiviert. Und jetzt gehen wir wieder auf das Scrollrad und aktivieren das. Jetzt muss ich allerdings gleich rüberschalten zu dem Widget für die
Funktionen, damit wir auch was sehen. Ich habe ja jetzt hier keinen Sender und Empfänger mit LEDs angeschlossen, sondern ich muss das jetzt hier komplett am Simulator machen. Also ich schalte jetzt ein und versuche jetzt möglichst schnell dann auf das andere Widget rüber zu schwenken und dann schauen wir uns die Ansicht an. Also als erstes drücke ich jetzt hier das Scrollrad, um die Animation zu starten. Dann wird das gelb, ich gehe aus dem Fullscreen-Modus raus und schalte hier auf das hier zurück und dann seht ihr jetzt, wie nacheinander in Form eines Lauflichts ein paar LEDs hier angehen. Zusätzlich ist der Bildschirm jetzt unterlegt mit dem Schriftzug Animation Loop 1 und der Anzahl der Sekunden, die es gerade läuft und die Gesamtanzahl der Sekunden. Und dann läuft das hier permanent durch, wie so ein Lauflicht, immer eine der LEDs ist eingeschaltet. Ja, das können wir hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag laufen lassen. Das sind sogenannte Loops, also Animationen, die permanent durchlaufen. Die kann ich natürlich auch wieder stoppen. Und die andere Animation heißt hier Single. Naja, jetzt kann man leicht raten. Das wird wohl eine Animation sein, die nur ein einziges Mal abläuft und dann stehen bleibt. Das ist auch so. Auch hier schalte ich die Animation wieder durch Druck auf das Scroll Wheel und dann muss ich zusehen, dass ich schnell umschalte, damit wir einem Widget die Funktionen aufleuchten sehen. Achtung, Start, das war nix, Start, raus, rüber und dann werden die nacheinander alle dazu geschaltet. Und dann steht die Animation, wenn die 5 LEDs eingeschaltet sind und der Schriftzug verschwindet auch. Kann man natürlich die Animation wieder starten, wenn man das möchte. Und jetzt muss ich wieder schnell rüberschalten, damit man überhaupt was sieht. Und da geht es wieder los. Ja, also ein relativ einfaches Feature, was ich aber ganz praktisch finde, hat sich auch schon bewährt im praktischen Einsatz. Eins der Hidden Secrets. Wie richtet man das jetzt ein? Gut. Ich denke, es ist klar, es braucht dazu wieder eine Konfigurationsdatei und die Konfigurationsdatei befindet sich dann auch wieder in dem Verzeichnis Edge Lua. Ups, da haben wir es. Und hier in dem Unterdirektory Anims. Und dort gibt es jetzt tatsächlich die Datei simple.lua. Es gilt die gleiche Namensauflösung, die wir vorhin hatten. Also zunächst einmal wird nach dem Modellnamen geguckt. Wenn es das nicht gibt, wird nach Large, nach Medium oder nach Tiny geguckt. Und wenn es das nicht gibt, zieht dann Default. Ja, in diesem Fall war es simple. Und eine Animation ist also praktisch eine Befehlskette, so kann man sich das vorstellen. Sie hat in Form einer Tabelle, wollte ich sagen, in Form einer Tabelle. Sie hat einen Namen, sie hat eine totale Länge. Immer wenn hier eine Länge angegeben ist, dann ist das eine Animation, die als Loop läuft. Wenn als Länge 0 angegeben ist, ist das eine Animation, die nur einmal durchläuft. Dann listen wir hier die entsprechenden Schaltfunktionen auf, die wir schalten möchten. Und wir listen auf, wann wir was schalten wollen. Und zwar hier in der Angabe in Sekunden, also das wären 5 ganze Sekunden. Es gehen natürlich auch gebrochene Anteile, also 5.3 würde natürlich auch funktionieren. Also bei dem Zeitpunkt 5 Sekunden ab Start der Animation schalten wir in den Zustand 2 und nach 6 Sekunden schalten wir wieder in den Zustand 1. Aber nach 6 Sekunden schalten wir auch die nächste LED ein und schalten diese dann entsprechend bei 7 Sekunden aus und das geht jetzt hier immer so weiter, das gleiche Schema, bis wir die letzte LED bei 10 Sekunden eingeschaltet haben und bei 11 Sekunden wieder aus. Das Ganze, haben wir gesagt, zuvor ist 14 Sekunden lang, also nachdem die letzte LED ausgeschaltet worden ist, gibt es eine Pause von 3 Sekunden und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Dann haben wir in dieser Datei noch eine zweite Animation. Bis zu 4 Animationen kann man reinschreiben in eine Datei. Dann würde man auch 4 Buttons sehen in dem Widget. Und hier steht Länge 0. Das ist also eine No-Looping-Animation.
Und hier ist die Angabe ein bisschen anders. Statt eines Zeitpunktes ist dort die Länge eines Schaltzustands angegeben. Alles andere kann sich das System ja dann selber ausrechnen. Also hier ist diese Funktion für 5 Sekunden lang im Zustand 1 und danach 5 Sekunden im Zustand 2. Das macht also insgesamt 10 Sekunden. Die nächste Schaltfunktion ist 6 Sekunden im Zustand 1 und 4 Sekunden im Zustand 2. Der Zustandswechsel ist also da jetzt nach Adam Riese genau eine Sekunde später als bei dem ersten. Und dann geht das immer so weiter. Ich habe das ja so schön regulär hier aufgebaut. Es wird also immer kürzer, der Zustand 2. Es bleibt bei einer Gesamtdauer von 10 Sekunden bis hier zum letzten. Aber wie gesagt, die Gesamtdauer, diese Animation berechnet sich automatisch aus der Gesamtdauer von so einer Folge, von so einer Sequenz hier. Ja, ich denke, das ist auch wieder relativ einfach zu verstehen, wie das aufgebaut ist. Also entweder hat man Übergänge, solche Transitions, wo wir sagen, die sind an einem bestimmten Zeitpunkt, oder man hat solche Folgen und die Folgen setzen sich aus Zeitabschnitten zusammen und jeder Zeitabschnitt hat eine bestimmte Dauer. Ja, mal ist das eine vielleicht angenehmer einzugeben oder sich zu überlegen, mal ist das andere angenehmer einzugeben und sich zu überlegen. Das kann man jetzt machen, wie man möchte. Wie gesagt, bis zu 4 solcher Animationen sind in einer solchen Datei dann möglich. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema Animationen. Dafür richtet man dieses Widget ein und dann bekommt man 1 bis 4 von solchen Buttons hier auf dem Widget, wo man dann relativ komfortabel die Animation auch starten kann. Okay, danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.